Schlag dir vor, diesen neuen Herrscher zum Garn, diesen Angelo, und zum Freunde sich zu machen. Und mehr. Das könnte ein Ausweg und meine letzte Hoffnung sein. Ihr Wesen nimmt die Männer mit links ein, auch wenn sie rechts stehen. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Jetzt der Entschluss, Maß für Maß zu machen, der war auch vor Corona, war das da, und das hatte irgendwie ganz pragmatischen Grund, weil ich eigentlich wieder mit Thomas Melle arbeiten wollte, mit dem ich King Lear gemacht habe im Kammerspiel. Und das war toll, das war eine tolle Zusammenarbeit mit einem Autor, der nicht nur Shakespeare übersetzt, sondern eigentlich auch neu schreibt, umschreibt, und man da auch einen Einfluss hat und diskutieren kann, und er das dann aufnimmt und vorbeikommt und eigentlich dieses Schreiben immer so im Fluss war. Es ist schon so ein bisschen so ein spielerisches Fragen nach, wie stark muss ein Staat sein. Im Prinzip halt, gibt es halt da eigentlich so eine Art, sagen wir mal, soziales Experiment. Also der Herzog, der ähnlich lange regiert wie Merkel, merkt irgendwie, dass das nicht mehr so gut funktioniert, dass alles zu lasch ist, die Leute halten sich an nichts und so weiter. Also passt ja jetzt auch gut mit den Corona-Regeln, diese ganze Auseinandersetzung. Corona spielt auch eine Rolle in dem Stück. Interessanterweise ist das Stück auch nach einer Pestepidemie angesiedelt, also spielt eigentlich nach einer Pestepidemie, wo als Folge dieser Epidemie auch beschlossen wurde, eben Bordelle, Kneipen, Platzlokale etc. zuzumachen. Was halt dann aber passiert ist, der Herzog gibt die Staatsgeschäfte ab an Angelo, und der ist halt, der regiert mit harter Hand, ist auch so gewünscht von dem Herzog, und der Herzog guckt sich das so von außen an und guckt, was da so passiert in diesem, deswegen ist es auch ein Experiment. Jetzt hat Angelo das Zepter. Ein Mann von asketischstem Schneid hat das Zepter und die volle Kontrolle über Vienna. Wenn mich dabei in Polen. Jenseits von Polen, in offenen Dörfern. Und wo bin ich tatsächlich? Hier in Vienna. Was aber passiert ist, dass der neue Herrscher nicht einfach irgendwie einer ist, der strenge Regeln erlässt, sondern eigentlich auch ein totaler Narzisst ist. Und sobald er, der am Anfang unsicher ist, und sobald er an der Macht ist, eigentlich geht es nur noch um die Macht an sich und um Willkür. Vorsicht! Früchtchen! Ich bin hier jetzt der Herrscher! Auch Rollenspiele kosten extra. Er ist es wirklich, wurde vom Herzog ausgewählt. Also sehen Sie sich vor, Madame. Und wie? Genau, und wie? Ach ja? Erstmal gibt es zwei unterschiedliche Arten, mit Video zu arbeiten. Das eine ist mit Live-Video, was wir jetzt machen halt. Und da muss man auch die Bühne danach irgendwie ausrichten. Und das hat halt natürlich einen Effekt halt, dass man Schauspieler auf viele verschiedene Arten sehen kann. Also als jemand, der vorne einen Monolog hält und klein ist und mit lauter Stimme spricht halt. Und weil man eine Intimität hat und er ist groß halt und im Video. Also man hat verschiedene Aspekte von einem Schauspieler. Ja, hier müssen wir halt jede Szene, die wir zum Beispiel in dem Raum, den wir im Moment viel fürs Live-Filmen benutzen, die muss ja total choreografiert werden. Das soll ja auch nicht aussehen wie normales Fernsehen. Das hat ja immer auch so einen Stil, also, den man da entwickeln muss mit der Bühne zusammen. Also die Bühne wurde auch gebaut vor Corona. Es sind einfach viele Versatzstücke aus unserer Zeit heute drin. Also eigentlich ist es eine Art von Collage, und das sind alles so 3D-Drucke halt. Das ist eigentlich alles auf 3D entstanden, diese ganzen Objekte. Das ist ja immer der größte Schritt, wenn man so ein Stück macht, was für eine Bühne ist es, weil man noch gar nicht so genau weiß, was ist es eigentlich, man weiß noch gar nicht genau, wer mitspielt. Ich wusste nur hier, ich möchte gerne mit Live-Kamera arbeiten und einen Raum haben, der Bilder erzeugen kann in der Kamera. Also was jetzt natürlich auch ganz gut ist wegen Corona, hast du eben gerade gesagt mit den Abstandsregeln, das ist natürlich schon komisch halt, dass man die Schauspieler, dass sie eben so viel Abstand halten müssen. Da ist es mit der Live-Kamera zum Teil ganz gut, weil sie auch da vermittelt. Miteinander sprechen, und irgendwie das nervt schon, wenn man irgendwie die Schauspieler nicht miteinander, die dürfen sich ja nicht anfassen und nix. Und mich hier ob des Kontaktverbots entledigt und also auch Julia mit dem Modem angesteckt. Und das ist nun natürlich und ohne jede Ironie oder Abzüge mitunter als Katastrophe zu bezeichnen. Ich glaube, Sprache ist heute extrem wichtig, das sieht man ja im Moment, weil es ja so schwer ist, miteinander zu reden. Also zum Beispiel mit Corona-Demonstranten. Also das ist ja die ganze Debatte mit, ich kann sagen, was ich will, und wo hört das auf halt? Ne? Hört das bei Rechtsradikalen auf? Wo hört das auf? Sprache wird überwacht. Ja? Also Stichwort auch Cancel Culture zum Beispiel.
Und man hat immer das Gefühl, dass Sprache wird so diskreditiert, aber es wird auch nicht oft mir nicht genug darauf hingewiesen, was für einen Einfluss Sprache hat, was für einen Einfluss aufs Verhalten. Ne? Also bestimmte Sprachregelungen, also hier zum Beispiel in Amerika gerade. Ne? Also was Trump sagt und was dann passiert. Ne? Also wenn man abschätzige Bemerkungen über bestimmte Gruppen macht und so weiter, ist es halt wie eine Gewalteinladung zu, die könnt ihr alle irgendwie umhauen oder was. Ne? Also das ist schon, Sprache ist immer eins kurz vor der Handlung auch, ne? vor der Tat. Ja, aber was war es denn? Mord und so? Sodom und Gomorra? So kann man es nennen oder einfach Infektion. Nein! Doch! Nein! Wir müssen los jetzt. Ein Wort noch mit ihm, denn das ist ja ungeheuer.